Ach komm, jetzt ehrlich? Nicht ehrlich, oder? Ich hab doch eingelenkt. Was soll das denn? Ich kann gleich schon wieder in die Werkstatt fahren. WTF, ey. Ma! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Gut. Machen wir heute wieder Musik an. Und ja, schön. Genau jetzt kriege ich eine Skype-Nachricht und eine E-Mail. Ich guck da mal kurz. Oh, kurze Niese unterdrückt. Aha, neues Thema. Schön, danke. Apropos Thema. Ihr könnt mir ja gerne neue Themen in die Kommentare schreiben. Habe ich keine Probleme mit. Okay, gut. In der TGN German Confi. Gut, ich dachte, da wäre irgendwie was Wichtiges. So, wunderbar. Ja. Schön. Heute kommt wieder alles etwas später, weil ich kam erst wieder um 15:15 aus der Schule, war noch am Essen und so ein Kram, ne, und ja. Leider heute wieder etwas alles später. Heute kommt noch, was ist heute für ein Tag? Donnerstag. Ja, Landwirtschaftssimulator und Minecraft kommt auch wieder. Gestern kam leider kein Minecraft, ich weiß, aber nun ja. Ich habe Eurotruck aufgenommen gehabt, weil es im offiziellen Uploadplan vor Minecraft kam und weil es ja sowieso als Kanalinformation dient. Das erschien mir wichtiger als Minecraft. Und ja. Und den ganzen Kram in Minecraft zu erwähnen, deswegen alles in Eurotruck, damit das da gebündelt ist. Gut. Ja, wir hatten ja gestern unser Referat, oder, also wir hatten gestern unser Referat vorbereitet, ne? Guten, ich und ein anderer Kollege. Ja, wollten wir dann heute vortragen. Was ist? Der Lehrer ist nicht da. Schön. Und ich bin nochmal ganz kurz weg. Tschüss. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, jetzt ist das Mikrofon richtig eingepegelt. Ich hatte dann nämlich gerade... Scheiße. Okay. Laden. Och komm, ne, jetzt nicht ehrlich. Ich habe jetzt nicht wegen dem Scheiß 26% Schaden, oder? Oh, so ein Kack, ey. Na gut. Ist auch egal, kann mir sich mal erlauben. Gut. Oh nein, nein, nein. Ich bin nochmal kurz weg. Tschüss. So, jetzt aber. Gut. Ja. Ich habe ja nämlich eine neue Mikrofonposition, die ich gestern im Part gemacht habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob das anders klingt, weil ich jetzt leicht seitlich da reinspreche in das Mikrofon. Immer noch durch den Popschutz wie vorher, aber etwas seitlicher. Ich weiß jetzt nicht, wie das klingt. Weil vorher habe ich ja immer so reingeredet, aber nun ja, ist auch egal. Ja, muss ich mir halt mal anhören dann heute. Das ist so ein kleiner Experimente-Part. Aber gerade hatte ich das auf 7, ist mir eingefallen und das war etwas laut. Und ja, ich glaube, das drehe ich dann gleich später nochmal weg, hier das Mikrofon. Nun ja, ist auch egal. So, ah, hier ist rot, hier ist rot, hier ist rot. Rot, rot. So, ich möchte jetzt auch nicht den Part groß einstellen mit der... mit dem Mikrofonständer hier. Es ärgert mich, dass ich da noch keine guten Einstellungen gefunden habe. Wie ich das, ja, besser machen könnte. Aber nun, ja, ist auch egal. So, ich plane demnächst wieder einen Livestream. Aber, wie gesagt, damit meine Uploadleitung nicht, gesperrt ist, muss meine Mutter dafür aus dem Haus. Dann weiß sie nicht, wann ich das machen soll. Und, ja, ich werde dann mal schauen, was ich da in einem Livestream für Spiele spiele. Das Mikrofon überhaupt auf meiner Mundhöhe? Ja, sollte sein. Naja, gut. Komm, mach hin. Ich möchte die Ladung nämlich gerne abgeben. Und mein Fahrzeug hier dann reparieren. Ja, gut. Heute wieder alles etwas später, weil keine Zeit und so. Kennen wir ja von mir. Und nun ja, gut. Thema Shopseiten wie Amazon oder eBay. Was hältst du davon? Außerdem, was hältst du davon, wenn Leute auf solchen Seiten betrügen? Zum Beispiel, wenn etwas bezahlt, aber es nicht ankommt. So, also ich muss sagen, Amazon und eBay finde ich sehr, sehr gut. Also ich muss ehrlich sagen, auf Amazon bestellen wir sehr, sehr viel und auf eBay auch. Also wenn wir mal irgendwie, keine Ahnung, ein großes Gerät haben wollen oder was weiß ich, dann schauen wir auch öfters mal auf eBay, wenn es auf Amazon etwas teuer ist. Weil, ja, auf eBay kriegt man es halt gebraucht etwas billiger. So, da ist die Eingabetaste. Gut. Ah, bei Level 23. Gut, fahren. Ich möchte gerne zur nächsten Werkstatt. Umgehend Werkstatt aufsuchen. Ja, das will ich gerade tun. So, gut.
Also ich weiß nicht genau, wie ich das hier einpegeln kann, das Mikrofon, dass es sich noch halbwegs gut anhört. Also, ja. Jetzt ist hier wieder alles zu. Toll. Halt. Ach komm, lass dich mal vor. Es regnet im Spiel wie draußen, das ist schön. Naja, also wie gesagt, ich weiß es noch nicht so ganz. Muss ich da echt... Ich bin da immer noch am Rumprobieren. Ja. Mann, 27% Schaden. Woran das denn jetzt? Weil ich da im Bordstein geschliffen bin, ey. So ein Scheiß. Nun ja, Thema. War ja noch gar nicht abgehandelt. Mich beschäftigt nur derzeit wirklich mein Mikrofon. Sehr, sehr stark. Und ja. Weil es ist halt neu. Ich weiß nicht, wie ich das gebrauchen muss. Und ja. Hat es jetzt aufgehört zu regnen? Nee. Unter der Brücke hier. Gut. Ja, Thema war ja Amazon... was ich von Amazon und eBay halte. Also ich finde das echt eine super Sache. Vor allen Dingen eBay, das ist auch für Leute, die jetzt nicht ganz so viel Geld im Portemonnaie haben, eine sehr, sehr gute Sache, weil sie dann dort an teurere Geräte auch relativ billig rankommen können. Natürlich gibt es dann dort Idioten, die das in die Höhe steigern. Ich finde es etwas doof, dass eBay, um einen Gewinn zu maximieren quasi, sogenannte Steigerer einstellt. Leute, die dann für eBay auf dieses Produkt mitsteigern, damit eBay einfach, weil es gibt ja Auktionsgebühren dann, und je höher der Preis ist, desto mehr muss man da an eBay zahlen. Ich musste kurz die Enter-Taste wieder rüsten, suchen, und ja, das ist schon kacke, sag ich mal, weil ja, so werden die Preise teilweise relativ hoch und man bekommt nicht so gute Preise raus, wie sie eigentlich möglich wären. Finde ich jetzt, ist der größte Kritikpunkt an eBay. Amazon ist ja eigentlich Buchversandhandel anfangs gewesen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ist eine großartige Firma. Auch mit dem Kindle. Da ist die Eingabetaste, gut. Auch mit dem Kindle, also ich finde das Kindle ein richtig schönes 6 oder 7 Zoll, 7 Zoll Tablet. Also das muss ich ehrlich sagen, gefällt mir richtig gut. Ja, ne, nur um das mal so gesagt zu haben. Also, ich finde die ganzen Dinger schön und natürlich gibt es dann immer, vor allen Dingen auf eBay, Leute, die betrügen oder meinen, betrügen zu müssen. Nee, ich will gerne weiter ins Herz von Frankreich, um mal ein bisschen was zu erforschen. Alter, will man mich verarschen? Will man mich ehrlich verarschen? Dann fahren wir eben nach Wien. Ach komm, jetzt ehrlich? Nicht ehrlich, oder? Ich hab doch eingelenkt. Was soll das denn? Ich kann gleich schon wieder in die Werkstatt fahren. WTF, ey. Ma! Sowas regt mich jetzt wieder auf. Ein Scheiß hier. Boah. Komm, hier, Motor aus und muss die scheiß Eingabetaste da. Kack hier, ey. Meine Fresse, ey. So ein Müll. Super. Scheiße. Ja, jetzt zeig mir doch die verfickte Karte da an. Meine Güte, ey. Boah, regt mich das wieder auf hier. Ich halt jetzt nicht an, hab keine Lust drauf. So. Ja, zeig mir doch die scheiß Karte an. Meine... Ja, wo muss ich denn jetzt hin, bitte? Hä? Super. Super, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da hinten hin. Danke, das hättest du mir auch nicht anzeigen können. Ah, dieser verfickten Ampel da, ey. Meine Fresse. Regt mich das schon wieder auf hier. Oh, sorry, aber ehrlich. Nee. Ist doch nicht mehr feierlich hier. Ach komm, nee. 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 Sehe ich gar nicht mehr ein. Komm, ich fahre jetzt mit 5% Schaden. Was soll das denn hier? Fick dich doch. Fick dich ehrlich. So ein Scheiß hier. Regt mich gerade wieder auf. Meine Fresse, ey. Boah. Kann ich noch nicht mal weiter nach Frankreich rein. Eingabetaste, ey. Ach, nee, ich will hier hin. Dankeschön. Gott, das regt mich gerade richtig auf. So, einmal hier um die Ecke fahren. Ja, ist der hier noch nicht mal. Ja, wo ist der denn? Da ist der. Schön, danke. Dass er das zu früh anzeigt. Ey, meine Güte. Lenk ein. Nee. Ehrlich.
Heute ist es wieder leider ein kürzerer Part. Erstens wegen Zeit und zweitens, ich habe jetzt gerade wirklich keine Lust mehr auf das Spiel. Ich denke, das merkt... Meine Fresse! Boah, regt mich das alles gerade auf. Jetzt fahr doch mal so, wie ich dir das sag. Hey, was soll das denn? Ich lenk ein und er macht es einfach nicht wieder. Ach komm, nee. Nee. Oh Mann. Ich kann doch nichts anderes mehr annehmen, weil ich den jetzt schon bestätigt habe hier, den scheiß Auftrag. So. Nein. Tee. Ma. Ma, koppel doch an. Was ist das denn? Ja, fick dich, ne? Ich habe keine Lust mehr. Tschüss, Leute.